Ich fange da an, wo wir letztes Mal aufgehört haben oder bei unserem einen der unseren letzten Videos aufgehört haben. Wir haben ein ganz einfaches Programm, ein ganz einfaches Programm geschrieben, in dem wir geblinkt haben. Und zwar war das Anmachen von der LED etwas kürzer als das Ausmachen. Also sie blinkte, genau wie man es auch auf dem Videomoment sehen kann, so schön. Eine Sekunde bleibt sie an, die LED, und 2 Sekunden bleibt sie auch dann wieder aus. Und wir haben uns damals auch unterhalten, wir hätten auch verschiedene Muster gewollt. Dreimal lang blinken, dreimal kurz blinken, danach eine längere Pause. Das wäre das internationale Zeichen für Hilfe suchen oder das sogenannte SOS-Zeichen. Dreimal lang, dreimal kurz, eine lange Pause dazwischen und dann nochmal von vorne. Dieses nochmal von vorne, dass überhaupt dieses Muster wieder geblinkt wird, das wird ja von unserer Funktion Loop schon gesteuert. Wir wissen ja, dass diese Funktion immer wieder wiederholt das, was drin steckt. Wir müssen nun jetzt dafür sorgen, dass dieses dreimal lang, dreimal kurz auch ausgeführt werden. Natürlich könnte man es jetzt so machen, dass man sagt, ich blinke jetzt, ich schreibe das einfach hintereinander her. Das machen wir aber nicht. Wir zeigen gleich, wir wollen gleich in die Vorschleife reingehen und gucken, wie sie dann funktioniert. Hier im ersten Code, was ich hier habe, heißt es anmachen für 1 Sekunde, ausmachen für 2 Sekunden. Das ändern wir jetzt wieder zu 1 zu 1. Und da wir längere Zeit blinken wollen, das heißt, machen wir doch mal 3 Sekunden an. 1 Sekunde ist es dann aus. Dann ist es klar und deutlich definiert, was 3 Sekunden, was 1 Sekunde ist. Es ist ein bisschen leichter zu erkennen. Das wäre unser langes Blinken, allerdings nur einmal bis jetzt. Wir brauchen eben diese Vorschleife. For i ist gleich 1. Machen wir mal von 0, so wie wir es normalerweise machen. Dann soll i kleiner als 3 sein. Wir wollen ja genau dreimal blinken. Das heißt, wenn wir von der 0 beginnen, ist unsere Sprungbedingung, unsere Rausspringenbedingung bei i kleiner 3. Und dann sagen wir i++. Geschweifte Klammer auf. Die nächsten Zeilen rücken wir ein bisschen rein, dass es dient nur der Lesbarkeit. Das hat mit dem Programm an sich eigentlich wenig zu tun, aber so sehen wir viel besser, was in der geschweiften Klammer drin ist und was außerhalb. Und jetzt können wir bereits dreimal blinken. Was fehlt? Naja, schauen wir mal. Wir versuchen es doch mal zu kompilieren. Und er sagte auch gleich, For Loop auf der Zeile 9, das ist hier, Error, i was not declared in the scope. Er erkennt mit anderen Worten die Variable i noch nicht. Wir haben sie ja auch tatsächlich noch nicht definiert. Das machen wir davor. Jetzt sagen wir int i und verifizieren noch einmal. Diesmal läuft alles gut. Und wir können es auch auf dem Arduino hochladen. Hier habe ich jetzt gerade ausgewählt, welches Arduino gemeint ist, auf welchem Port er steckt. Und jetzt kann ich es auch wieder hochladen. Natürlich muss man jetzt sich klar machen, was werden wir eigentlich bei dem Arduino sehen. Wir sehen zwar ganz klar und deutlich, dass er lange blinkt und danach kurz ausgeht, aber diese 3 Wiederholungen können wir natürlich nicht sehr gut sehen, weil eben die Funktion Loop sofort wieder damit neu anfängt. Damit wir das ein bisschen besser sehen können, werden wir nach der Vorschleife uns ein kleines Delay einbauen. Und zwar nur Delay, das ist ja aus dem Moment die LED. Und zwar ein längeres Delay, damit wir sehen können, aha, unsere 3 Wiederholungen sind passiert, sind jetzt durch. Jetzt warten wir ein bisschen längere Zeit, bevor wir in die nächste Loop-Schleife reingehen. Wir verifizieren wieder. Wir laden es hoch. Und in diesem Fall, jetzt können wir es ein bisschen besser, diesen Prozess nennt man auch Debuggen. Man kann besser nachvollziehen, ob das Programm richtig funktioniert oder ob wir irgendeinen Fehler gemacht haben. In diesem Fall sehen wir jetzt, das ist die lange Pause. Und nach ein paar Sekunden, jetzt geht es wieder von vorne los. Einmal, zweimal, dreimal. Und jetzt kommt hoffentlich die lange Pause. Da ist sie auch ganz lange aus. Das heißt, die 3 langen
Blinken haben wir bereits implementiert. Jetzt müssen wir das dreimal kurz implementieren. Dafür werde ich mir jetzt diesen kompletten Block einmal kopieren und wieder direkt dahinter wieder auch reinschreiben. Diesmal, wir fangen, i müssen wir diesmal nicht nochmal definieren, das wurde ja bereits definiert. Und wir wollen genau dreimal wieder blinken, allerdings diesmal wollen wir, dass es ein bisschen kürzer ist. Das heißt, wir wollen jetzt kurz blinken, das wäre eine Sekunde an, eine Sekunde aus. Und diese lange Pause nach dem SOS-Signal, nach dem ersten SO, ist bereits dort. Damit wir alles in einem Rutsch machen können, wir können auch die letztes dreimal lange Blinken einfach dahinter packen. Das wäre auch wieder dreimal langes Blinken. Ich verifiziere, also nochmal, das wäre lang. Das, was hier kommt, ist kurz. Und hier kommt noch einmal lang blinken. Und hier kommt die Pause. Wir verifizieren noch einmal. Und wir laden das Programm hoch. Mal schauen, was wir jetzt sehen. Im Moment blinkt er dreimal lang. Jetzt kommt, das war das dritte Mal lang. Dann kommt eins, zwei, drei kurz und jetzt kommt wieder das lange. Eins und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind wir uns einig, dass das Programm auch korrekt funktioniert. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie viel haben wir eingespart, indem wir gesagt haben, wiederhol dreimal das, was hier in unserem Block steht. Nun ja, wir haben eine Menge eingespart. Sonst müsste ich diesen Block hier dreimal so hinschreiben und das ist langsam nicht mehr so schön zu sehen. Natürlich könnte man das, was wir im Moment hier haben, noch schöner machen und noch viel kompakter schreiben. Das werden wir allerdings in einem anderen Video sehen, wie das funktioniert. Für heute möchte ich Ihnen nochmal auf den Weg geben, dass diese Variable hier, die Schleifenvariable, das habe ich bereits erwähnt, man muss nicht unbedingt genau um 1 immer hochzählen. Man kann auch um 1 runterzählen mit einem Minus Minus. Man kann aber auch solche Sachen basteln wie i ist plus gleich 2. Das heißt, jedes Mal wird sie genau um 2 erhöht. Man kann natürlich auch lustigere Sachen machen wie 2,5 oder irgendetwas Ausgefalleneres. Was wichtig ist allerdings, ist, dass in dieser Bedingung, da wo die Schleifenvariable hoch oder runter gezählt wird, dass eben eine ganz genaue Zahl steht und nicht irgendeine komische Variable. Wenn man es noch etwas flexibler machen möchte, dafür gibt es eine andere Schleife, die nennt sich While-Schleife und da sehen wir in einem anderen Video bereits. Dankeschön und viel Spaß mit den Schleifen.